Hallo und herzlich willkommen zu meinem Update täglich. Heute ist der 6., der 4.6. 2020. Heute war Sonja da. Wir haben Zimmer geputzt, also abgestaubt und aufgeräumt, Büro und Kaffee getrunken, getratscht, geraucht. Und war eine Stunde draußen. Es war ganz nett. Ich habe mich gut mit dir verstanden. Wir haben nicht so viel geredet, aber doch auch. Sie hat ein paar Witze erzählt. Das war auch ganz nett. Und wir nerven uns immer gegenseitig, wenn sie ihren Freund länger nicht gesehen hat. Wegen Kuscheln und so. Und ja, es waren generell positive Gespräche und lustig und sehr schön die Zeit mit ihr. Jetzt sehe ich sie eine Woche lang nicht. Morgen fahre ich zu Claudia. Ich freue mich schon drauf. Ich sehe es jetzt auch lockerer als zu Beginn der Woche. Da hatte ich ja noch sehr viele Ängste und ob wir klarkommen und so. Aber jetzt sehe ich es eigentlich ganz locker und hoffe, dass alles funktioniert. Ja, wird schon klappen. Davon kann ich euch dann morgen berichten. Sie hat mir heute noch Bilder von ihrer Küche geschickt und von ihrem Wohnzimmer. Und dann gibt es einiges zu klären, was die Stunden angeht, weil sie ja einen neuen Kunden hat. Und da sich ein paar Stunden aufteilen. Und dass man sich dann auch zeitnah mit Sonja erklären. Ja, das ist etwas kompliziert zur Zeit, aber. Und Sonja sehe ich erst nächsten Donnerstag wieder. Und. Aber dann muss ich sie anrufen und das telefonisch klären. Oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall muss sie dann nicht ganze 80 Stunden bei mir machen und das entspannt mich auch etwas. Und sonst ging es mir heute so mittelmäßig bis gut. Ich hatte etwas Stimmungsschwankungen und war teilweise nicht so gesprächig, wie ich gerne hätte wollen. Ich habe immer Angst, dass sich die Menschen bei mir langweilen und habe auch Sonja die ganze Zeit gefragt, ob sie sich langweilt. Und hab dann versucht, über was zu reden. Wir hatten heute selbst seltsame Gesprächsthemen über Frauenpissoirs und Toilettengänge. Und darüber, dass man als Frau im Stau nie leicht auf die Toilette kommt, so wie ein Mann. Dass Männer da klar im Vorteil sind. Und sonst so einiges. Ja. Mir ging's ganz okay. Mir hing noch ein bisschen das Gespräch von Christoph nach, über das ich mir auch Gedanken gemacht habe, dass ich mich halt bei manchen Ängsten einfach überwinden muss,
mich nicht zu Hause einzusperren, sondern manches Risiko einfach eingehen muss. Und ja, darüber habe ich immer wieder nachgedacht und das hat das Gespräch auch ins Stottern gebracht. Aber sonst war es ganz positiv. Ja. Sonja war bis 17:30 Uhr da. Jetzt ist es 20:40 Uhr. Ich war heute länger auf, weil mein Vater ist um halb acht circa oder kurz vor halb acht nach Hause gekommen ist. Und ich noch mit ihm rausgehen wollte. Deswegen war ich bis kurz vorhin noch auf. Ich habe ziemlich Kreuzweh. Ich habe mir den Blog von Isabeau angeguckt. Die verfolge ich ja schon seit Jahren. Ich finde es bemerkenswert, wie sie ihre Ehe führen und wie sie jetzt mit fast vier Kindern, oder sie ist gerade mit dem vierten Kind schwanger, das alles meistern mit dem Umzug und Hausumbau und Schwangerschaft und ja, wir sind ja auch vier Kinder und meine Eltern bauen auch ständig um. Daher kann ich sie sehr gut verstehen und ein Haus ist einfach eine Lebensaufgabe. Und das war wieder sehr interessant. Ich verfolge überhaupt die Schwangerschaften von Isabeau. Immer sehr gespannt, weil sie sehr unterschiedlich sind und diesmal gab es ja Probleme mit vorzeitigen Wehen und so. Ich fand Isabeau am Anfang ziemlich unsympathisch. Jetzt, wo die Familie wächst, kann ich mich immer mehr hineinversetzen und verstehe auch verschiedene Entscheidungen von ihr besser. Zum Beispiel, dass sie die Kinder nicht zeigt. Ich würde zwar schon interessieren, wie sie aussehen, ob sie den beiden ähnlich sehen, aber ich kann es verstehen, dass sie sie nicht im Internet zeigt und mich begeistert auch irrsinnig, dass sie so eine weite Reichweite hat. Innerhalb der kurzen Zeit. Sie macht jetzt seit 5, 6 Jahren YouTube und hat über 600.000 Follower. Das bringt natürlich einiges an Geld, aber immer wieder Ideen zu haben, den Kanal zu fühlen und wie man den führt und das alles, das bedarf schon sehr viel Arbeit und sehr viel Motivation und so. Weil meine Videos sind ja schnell gemacht. Sie dauern auch lange in der Bearbeitung, aber eigentlich ist es schnell abgedreht. Ich mache keine Daily-Vlogs von meinem Alltag, sondern nur eine Tageszusammenfassung. Das ist vielleicht für viele nicht so interessant, aber es ist halt das, was mir möglich ist und was ich für Informationen für depressive Menschen habe oder in letzter Zeit kommt da auch wenig, aber weil mir weniger einfällt und ich merke auch, wie viel Arbeit so ein Kanal ist, auch mit weniger Abonnenten. Und von daher ist das
Also bewundere ich Sie und andere Familienkanäle sehr für die viele Arbeit, die Sie in den Kanal stecken und verstehe auch, dass das gut vergütet wird, wenn man so viel Arbeit hat, weil die Kinder also zu unkenntlich zu machen zum Beispiel, dauert ja Bild für Bild immer einige Stunden pro Video alleine für die Kinder und dann noch das Zusammenschneiden der verschiedenen Aufnahmen. Und dass das irgendwie eine sinnvolle Reihenfolge ergibt, das fällt sogar mir manchmal schwer, obwohl ich nur Sprachvideos mache. Aber, und nur so kurze Videos. Aber, wo nicht so viele Überblenden sind. Aber sie macht Aufnahmen vom ganzen Tag und schneidet die auf ein paar Minuten zusammen. Und das ist eine Heidenarbeit. Weil wenn ich sehe, was ich in meine Videos investiere, und da sind schon einige Cuts drin, die ihr nicht merkt, dann ist es nochmal 3, 4, 5 Mal so viel Arbeit, einen Daily Blog zu schneiden und die Gesichter der Kinder zu unsichtbar zu machen und ja, da immer ein Thema zu finden und so. Und jetzt, ich habe auch den neuen Kanal von ihr abonniert. Ich finde das zwar nicht gut, dass sie sich jetzt mit Kanalmitgliedschaften noch mehr Geld einsteckt sozusagen. Ich finde die Kanalmitgliedschaften bei vielen Kanälen gut, aber bei manchen halt nicht. Dass halt da für Premium-Mitglieder mehr Content kommt oder ja, dass man dafür zahlen soll. Das finde ich irgendwie nicht gut, weil sie hat schon ihren Job und ihre normalen Videoeinnahmen und da wäre halt so eine Kanalmitgliedschaft, die bei Premium schon fast 5 € im Monat kostet. Nicht nochmal notwendig, finde ich, obwohl ich sie für ihre Arbeit respektiere und das eigentlich auch gut entlohnt gehört, wenn man so viel Arbeit reinsteckt. Aber ich glaube, sie bekommt nicht zu wenig bezahlt für die Videos und für die Aufrufe. Und daher finde ich die Kanalmitgliedschaften etwas unnötig, also etwas, weiß nicht, ich würde nicht sagen egoistisch, aber übertrieben vielleicht. Aber das ist ihre Entscheidung und die bleibt ihr natürlich frei und es bleibt den Abonnenten frei, ob sie die Kanalmitgliedschaft anstreben oder nicht. Ich werde es nicht machen. Ich überlege zwar bei Hellcat Annie, dass ich da was spende für Videos, weil sie oft ihr weiß macht und so. Aber das ist ja wieder ein anderer Hintergrund. Da es denen wirklich an Geld mangelt. Und sie nicht so eine weite Reichweite hat. Und man da schon unterstützen sollte, um produktive Videos zu bekommen. Weil Videos kosten auch Geld und mir kostet jetzt jedes Video so in der Herstellung, wenn ich jeden Tag ein Video mache, im Monat. Ich kann es gar nicht so überschlagen, aber für einen Monat 10 € oder so.
weil ich das fürs Videoschnittprogramm oder so ausgebe. Und das kann ich halt mit meinem Blog ein bisschen einnehmen, aber auch fast nicht. Aber das ist mir meine Leidenschaft wert. Und dass ein Programm wie Final Cut noch viel mehr kostet, ist mir klar. Und das benutzen die meisten YouTuber. Das gehört natürlich auch entlohnt und die Arbeit im Kanal. Aber Easy hat jetzt auch einen Zweitkanal aufgemacht, wo sie auch schon wieder sehr viele Abonnenten hat. Da würde ich es jetzt auch nicht verstehen, wenn sie da auch die Kanalmitgliedschaft macht. Weil das ist ja Content, der für alle da sein sollte. Aber noch sieht's nicht so aus und ich würde dir das auch schreiben, dass ich das nicht verstehe. Aber wenn sie bei Isabo Kanalmitgliedschaften verkauft, mehr oder weniger, ist es ihre Sache. Ich finde es nicht positiv. Aber es ist ihre Sache und das bleibt ihre eigene Entscheidung und sie zwingt ja auch keinen dazu. Und dass jeder einen gewissen Aufwand und eine gewisse finanzielle Kosten auch hinter den Videos hat, sogar ich, wo ich nur Talk-Videos mache, habe Kosten für meine Videos, kaufe Mikro, Webcam und so weiter und rüste das immer wieder auf und ich habe nur 82 Abonnenten, das ist gar nichts. Aber es kostet ein Hobby halt auch Geld. Und dass das bei großen Kanälen wie Isabo auch vergütet werden muss und auch hoch vergütet werden muss, ist ganz klar. Weil sie steckt ja auch Arbeit in ihre Videos. Und da habe ich größten Respekt davor. Wie gesagt, ich sehe nur die Arbeit, die ich in meine Videos stecke. Und die Kosten, die mir bleiben. Und das ist schon keine kleine Summe. Was ist dann in Videos wie Hellcat Annie mit den DIYs oder Isabeau mit dem Hausumbau? Natürlich refinanziert sie sich das mit ihrem Kanal, aber das ist auch ihre Hauptarbeit. Und sie sucht sich ja auch wieder Nebenjobs. Und sie betreut auch Künstler und YouTuber. Und es ist einfach viel Arbeit, so einen Kanal zu betreuen und alle Kommentare zu lesen und so. Ich habe nicht so viele Kommentare, aber ich gucke meine Sachen auch durch. Und das dauert halt. Aber wie gesagt, ich finde halt Kanäle wie Mami Seelen, Isabo, Easy Talk, Hellcat Annie und so weiter finde ich halt gut und gucke ich auch und refinanziere ich auch teilweise, wenn es einen Sinn hat oder wenn das mehr Content bringt. Aber bei manchen Sachen verstehe ich es halt nicht. Und ich hoffe auch, dass ich eine weitere Reichweite zusammenbekomme über die Jahre. Aber ich mache halt spezielle Videos für depressive Menschen oder Angehörige, wo ich meinen Tag zusammenfasse und wie es mir ging und wie ich meinen Tag gestalte mit verschiedenen Problemen. Und das trifft halt nur auf eine kleine Zielgruppe zu. Und damit kann ich nicht eine Reichweite von
Diese Brustreichweite erreichen oder von Hellcat Annies Reichweite, weil ich dazu wenig Content biete. Aber im Endeffekt mache ich das als Hobby und will daran nichts verdienen. Und deswegen monetarisiere, oder ich kann momentan gar nicht monetarisieren, aber ich würde die Videos auch nicht monetarisieren, auch wenn ich könnte. Weil das mein Hobby ist. Und der Blog, der ist meine Arbeit. Und da liegt halt der Unterschied. Und deswegen meine ich, bin ich sehr dankbar, wenn ihr meine Videos guckt und wenn ihr sie teilt und wenn ihr mir Kommentare hinterlasst oder an Gewinnspielen teilnehmt und so weiter. Oder wie jetzt an dem Wohlfühl Moment, Ak an der Wohlfühlmomentaktion. Das bedeutet mir viel und dafür nutze ich meine Reichweite, weil das gute Sachen sind. Und ich werde kein Influencer, der euch was andrehen will. Selbst wenn ich dafür bezahlt werden würde, würde ich das nicht machen, weil ich kein Influencer-Leben führen will. Aber ich teile halt so jeden Tag mein Leben mit euch. Zumindest in der Reichweite, in der ich es kann. Und in dem Umfang, in dem ich es kann. Und das ist halt schon auch eine Arbeit und muss wertgeschätzt werden, meiner Meinung nach. Aber jetzt nicht immer finanziell, sondern einfach mit Likes, Kommentaren und Videoteilungen und solchen Sachen halt. Weil da kommen wieder mehr Sachen zur Depression oder zu Mind-Building-Sachen und so. Und mehr Erfahrungsberichte und die gehören wertgeschätzt. Und weil da steckt teilweise viel Arbeit dahinter. Ich übernehme auch viel von anderen Kanälen, von Erfahrungen, aber immer im eigenen Umfang und im eigenen Verständnis. Und das meine ich halt. Und so macht jeder Kanal das, was er am besten findet. Aber naja. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines.